Heute reden wir über eine der seltensten Karten, die es im Yu-Gi-Oh! Trading Card Bereich jemals gegeben hat. Denn bis vor kurzem war nicht mal klar, dass diese Karte wirklich existiert. Doch es ist auf Reddit eine Kopie dieser Karte aufgetaucht und es wurde jetzt Tatsache confirmed, dass die Karte nicht irgendein besonders guter Orika oder aber ein besonders guter Fake ist, sondern Tatsache eine echte Yu-Gi-Oh! Karte. Falls euch also interessiert, welche Karte momentan für mindestens 80.000 US-Dollar verkauft wird, dann bleibt gern dran. Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Vintage Market Watch. Heute möchte ich den Rahmen des Vintage Market Watches gerne mal nutzen, um auf eine Karte aufmerksam zu machen. Und zwar einen Cyberdrachen aus der Mattel Actionfigurenreihe. Falls euch interessiert, was die Mattel Actionfigurenreihe ist, dann bleibt mal ganz kurz dran, denn wir gehen mal ganz kurz über die ganze Sache rüber. Die Mattel Actionfigurenreihe ist eine Figurenreihe, die damals zur Yu-Gi-Oh! GX-Ära veröffentlicht wurde. Denn diese ganze Held-Thematik hat sich anscheinend sehr gut angeboten, um irgendwelche Figuren daraus zu machen, ist ja so oder so damals viel von Kindern geschaut worden und die sahen für gewöhnlich so aus. Es gab, glaube ich, drei Waves von diesen Mattel-Action-Figuren und die ersten beiden Waves wurden, wie ihr hier sehen könnt, mit ihren repräsentativen Monstern auch als Spielkarte in Parallel-Rare ausgeliefert. So könnt ihr hier zum Beispiel den Donnergiganten und den Blade Edge sehen. Auch den Donnergiganten haben wir zum Beispiel heute erst auf Card Market verkauft. Das heißt, diese Karten sind zwar nicht die günstigsten Karten, aber nicht so selten, wie man jetzt vielleicht erstmal bei diesem Videotitel glauben könnte. Doch die dritte Figurenreihe, die hatte eine Besonderheit, denn diese sind, wie man hier beim Cyberdrachen sehen kann, so oder so schon selten und dann aber auch ohne die Karten ausgeliefert worden. Dieser Cyberdrache hier zum Beispiel beinhaltet keine Karte. Es wurde aber lange doch erzählt, dass diese Reihe eigentlich auch Karten beinhalten sollte und dass dann wohl irgendwas in der Fabrik falsch gelaufen sein muss. Denn die Karten, diese Mattel-Karten, die hinzugefügt wurden, die wurden damals genau wie die Videospiel-Promos und viele andere Sonderkarten nicht im TCG-Bereich, also weder in den USA noch in Europa gedruckt, sondern die wurden damals noch in Japan angefertigt, ganz speziell, obwohl es englische Karten waren und wurden dann rübergeschifft und dann in die Fabriken gegeben und dann am Ende in diese Spielzeugreihe mit eingefügt. Und hier könnte jetzt einiges schiefgelaufen sein. Wir kennen das. Wir haben die Figuren schon gemacht und dann erst später gemerkt, oh, da hätten ja noch Karten reingemusst. Die Karten sind dann nicht eingefügt worden und das Produkt wurde so rausgesendet. Oder aber die Idee, die Karten einzufügen, wurde, als die Karten schon produziert wurden, gescrappt. Oder sie haben die Idee beendet, bevor sie die Karten überhaupt gedruckt haben. Das heißt, lange gab es das Gerücht, dass es zu dieser dritten Mattel Actionfigur-Reihe Karten geben soll, diese aber nie in die Verpackung hinzugefügt wurden. Es gab jedoch keinerlei Beweise dazu. Und da diese Figuren und alles, was damit zu tun hat, generell selten sind, sage ich jetzt mal, und die Informationen auch etwas rarer zusammenzutragen sind, das ist jetzt nichts, was man mal eben schnell ergoogeln kann, ist es auch lange Zeit ein Gerücht geblieben. Doch dann ist auf Reddit irgendwann folgender Post aufgetaucht, wo jemand gesagt hat, hey, ich habe diese folgenden Karten hier, sind die irgendwas wert? Und hat dann dazu folgendes Bild veröffentlicht. Und das sind in der Tat fehlende Mattel-Action-Figur-Karten. Und zwar Avian, Bustin, Trix, Clayman, Sparkman, Bubbleman und der Cyberdrache. Und man sieht alle, dass die Mattel-Action-Figur-Reihe 3 sind. Gut. Da kann man jetzt natürlich erstmal denken, hey, vielleicht sind das besonders gute Fakes. Denn 99,999%, diese Statistik ist übrigens nicht echt, sondern einfach nur mal, um die ungefähre Wahrscheinlichkeit der Wahrheit hier zu verdeutlichen. 99% der Fälle, wenn jemand sagt, hey, ich habe folgendes auf dem Dachboden gefunden, folgendes im Keller, hey, das hatte ich von früher noch in meinem Wäscheschrank oder so, dann ist das eine erfundene Story, um irgendjemanden zu scammen. Wenn man hört, hey, ich habe einen Alpha Black Lotus auf dem Dachboden gefunden für 10 Dollar bei einem Garagenverkauf oder so, dann ist das in der Regel Schwachsinn. Doch ab und zu scheint es sich wahrheitsgetreu herauszustellen. Genauso wie man hier auch sehen kann, denn diese Karten sehen erstmal sehr echt aus. Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, hey, das Ganze ist konstruiert. Entweder von jemandem aus der Community, der gerade genau weiß, was er tut, um Menschen um viel Geld zu scammen, oder aber von jemandem, der einfach nur mal einen kleinen Internetstunt abziehen wollte.
da sind halt mehr und mehr Diskussionen draus entstanden. Und wenn wir uns den Reddit-Post anschauen, dann sehen wir auch, es gab immer wieder Edits und Edits und Edits. Und hier kann man halt sehen, vom Auge des Anubis klarere Bilder vom Cyberdrachen, dann die komplette Rückseite, dann etwas vom Elementarheld Avian und so weiter und so weiter. Hier können wir uns auch nochmal ein klareres Bild vom Cyberdrachen anschauen. Hier sieht man in der Tat, die Karte sieht schon sehr echt aus, aber es gibt sehr, sehr gute Fakes da draußen. Es gibt sehr, sehr gute Orikas da draußen. Und wenn man sich so viel Mühe für eine so wertvolle Karte gibt, da kann man auch mal drüber nachdenken, ein paar tausend Euro in die Produktion dieser Proxy reinzustecken, um sie so echt wie möglich zu machen, falls man damit wirklich einen Scam abziehen möchte. Und dann ist natürlich auch sehr viel über diese Karte berichtet worden. Hier sehen wir zum Beispiel einen Screenshot aus einem Video von Simo. Ich bin natürlich bei weitem nicht der einzige YugiTuber, der hierüber berichtet, und ich bin sogar etwas spät zu der ganzen Party. Doch der Grund, weswegen ich jetzt dieses Video mache, ist, und da bin ich einer der Ersten, der dazu ein Video macht, denn heute ist ganz offiziell bestätigt worden, dass diese Karte echt ist, denn sie ist PSA gegradet, zurückgekommen, sie wurde zu PSA gesendet und ist als Excellent bis Mint auf 6 zurückgekommen. Aber zeitgleich ist das natürlich auch eine Authentifizierung dieser Karte. Zeitgleich bedeutet das auch, dass diese Karte eine echte Kopie ist. Und super viele Leute aus der Community haben sich mit dieser Karte auch befasst. Das heißt, auch diese Karte, die so lange ein Gerücht war, ist aufgetaucht. Vor allem gab es schon lange am Anfang irgendwelche Probleme mit dieser Karte, denn die Karte ist als MF03009 gezeigt worden, aber ursprünglich war immer im Gerücht drin, dass 009 der Black Luster Soldier sein sollte und die 10 eigentlich der Cyberdrache ist. Scheint wohl so nicht zu stimmen, denn die 9 ist bestätigt Cyberdrache und eine echte Karte. Momentan ist das höchste Gebot für diese Karte, laut Besitzer der Karte, muss man natürlich dazu sagen, 80.000 US-Dollar. Und das ist eine ganz schöne Stange Geld. Aber wenn man überlegt, dass die Karte so lange ein Gerücht war und dass das erste Mal ist, dass man diese Karte sieht, das ist das erste Bild, was im Internet von dieser Karte aufgetaucht ist, dann ist dieser Preis für einen Sammler mit ganz, ganz großem Portemonnaie, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt ungerechtfertigt. Und ich finde interessant, wie lange das Ganze her ist. Das ist ja eigentlich schon eine Ära, wo Dinge immerhin semi-gut dokumentiert sind und man eigentlich zumindest hätte feststellen können, sind diese Karten irgendwann mal produziert worden, ja oder nein. Dass wir im Jahr 2020 ist das noch passiert, 2020 immer noch neue seltene Karten im Yu-Gi-Oh! Kartenspiel finden. Und außerdem bedeutet das rein prinzipiell für uns ja jetzt auch, dass nicht nur dieser Cyberdrache existiert, sondern das dürfte dann wohl auch bedeuten, dass der Black Luster Soldier als eine Mattel Action Figure Promokarte existiert. Und das könnte dann ja auch nochmal interessant sein, denn Black Luster Soldier ist ja auch eine sehr ikonische Karte und das könnte wohl dann auch eine ziemlich, ziemlich teure Karte werden. Für was sich am Ende dieser Cyberdrache bewegen wird, steht jetzt natürlich noch nicht fest. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann soll es eine offizielle große Auktion, die mit mehreren Sicherheitsverfahren stattfinden soll, für diese Karte geben, ist in dem Euro-Bereich wahrscheinlich bzw. Dollar-Bereich auch angebracht, sage ich jetzt mal. Aber ich finde schon interessant, wo es langsam preistechnisch auch mit Yu-Gi-Oh! Karten hingeht. Falls ihr dieses Video spannend fandet, dann lasst doch gerne einen Kommentar da, was ihr von der Cyberdrachenkarte haltet und ob ihr gedacht hättet, dass eine so teure Karte im Jahr 2020 noch auftauchen könnte. Vor allem dann ist ja jetzt auch die Frage, wie viel ist da draußen noch, wovon wir gar nichts wissen. Es gibt ja angeblich auch eine Karte, die Millennium Ice Crush Virus heißt oder irgendwas in der Richtung, die Crush Card Virus und Millennium Thousand Eyes Restrict vom Effekt her irgendwie kombinieren soll. Eine Karte, die nur einmal existieren soll und nie das Tageslicht gesehen hat, aber ob das Gerücht wahr ist, wird sich vielleicht irgendwann auch herausstellen. Gut, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Alex von Rising Time. Macht's gut, lasst gerne ein Abo da, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin ein bisschen außer Übung, was die Abmoderation angeht. Haut darin.